Der Teufel war wutentbrannt, er wetterte und zornig packte er sich einen riesigen Brocken, den er noch Sekunden zuvor in die Mauer stellen wollte und warf diesen mit voller Kraft auf das ringförmige Steingebilde. Kennt ihr sie? Die Sage von der Teufelsmauer lese ich unglaublich gern. Diese und viele weitere Sagen rund um den Harz gibt es in diesem Buch, der sagenumwobene Harz. Das ist Band 1, absolut zu empfehlen. Und wenn ich so unterwegs bin, dann lese ich unglaublich gern die Sagen durch. Manche sind sehr schaurig, aber gerade das macht das Ganze so richtig spannend. Also wirklich nur zu empfehlen. Und den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem nächsten Harzabenteuer. Wir machen uns also mitten im April auf den Weg zur Wolfswarte und treffen auf einen Wanderweg, der gerade erst am Tauen ist. So, am Parkplatz der Wolfswarte angekommen. Jannik hat noch ein kleines Nickerchen gemacht. So, und jetzt geht's zur Wolfswarte. Die Gegensteine haben wir leider nicht mehr geschafft. War ja eigentlich unser Plan, aber naja, wie das so ist, ja. Mit den Zeitplänen. Übrigens hier, wir stehen auf dem VIP-Platz. Von hier hat man einen wunderschönen Blick bis zum Brockenplateau. Ist das herrlich? Ich habe schon abgecheckt, ob der Mond da heute Abend zu sehen wäre, aber nope, leider nicht. Ja, wie geil ist das denn, Junge? Wo ist der denn? Der muss bis da rüber? Ja, es ist immer so. Ja, das kann noch dauern. Wow, wow, wow. Geh's an, Junge. Alter. Oh, filmst du? Na ja, sicher. Oh. Da werde ich schön... aufgeräumt, mein Loch. Da werde ich mal schön die Musik dann abspielen wie in so einer Warteschleife, weißt du? Dü, 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 dü. Ich zeige nur den alltäglichen Wahnsinn mit dir. Das dauert halt immer ein kleines bisschen länger. Fand er nicht lustig. Oh. So. Powerbank, Junge. Und Ladekabel. Ich glaube, wir können. Echt? Handy, das, 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 Halsweste, Powerbank, Handy, Kamera, drei Wechseljacken. Bist doch nicht mal bei 3 Minuten, was ist da los? Wir können. Ja, so ist es immer. Ich würde schon sagen, unter 3 Minuten wäre ja Rekord. Ja, ich muss gucken, ob ich die Mütze dabei habe. Wie, wo habe ich denn meine Mütze? Keine Ahnung. Alter, ich weiß nicht, wo deine Mütze ist. Ich weiß nicht, wo du die hast. So ist es manchmal mit Jannik. Oder eigentlich immer. Naja, der Weg zur Wolfswarte war auf jeden Fall sehr idyllisch, aber durch die tiefstehende Sonne und das fließende Wasser auch sehr matschig und rutschig.
geil. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil, ehrlich. Alter. Pack mal auf. So, an der Wolfswarte. Ei, und wir haben schon geile Fotos gemacht. Was sagst du? Echt? Oh Mann, ich muss mich beeilen. Goldene Stunde läuft gerade. Gut. Also ich muss erstmal fotografieren. Und ich melde mich wieder zu Wort, wenn ich fotografiert habe. Also, bis dann. Ich bin unterhalb der Wolfswarte unterwegs und fotografiere von unten nach oben. Sieht auch richtig geil aus. Weil oben ist natürlich auch ein Megaspot, aber von unten nach oben sieht man erstmal, wie die Wolfswarte eigentlich von unten aussieht. Das ist ja auch ganz wichtig. Nicht nur der Ausblick, den kann ich gleich noch fotografieren, wenn die Sonne untergeht, sondern auch die Wolfswarte an sich. Und dafür nutze ich jetzt die goldene Stunde, weil die Wolfswarte wird gerade richtig schön golden angestrahlt. Das sieht so dermaßen geil aus. Mega. Hier liegen überall so kleine Steinchen rum. Kleine Steinchen. Wo so roter Pilz drauf wächst oder sowas. Das sieht richtig geil aus. Vor allem mit diesem Gold jetzt da oben an der Wolfswarte. Und dann diese roten Steine. Sieht aus wie Feuersteine oder sowas. Richtig, richtig cool. Mega. Andere Brennweite hätte ich mal wieder nehmen können. 16:35 nicht eingeschränkt. 24:105 wäre besser. Weiter geht's. Nachdem ich einige Fotos aus ungewohnter Perspektive gemacht hatte, bin ich dann schnell wieder nach oben zur Wolfswarte, um den Sonnenuntergang nicht zu verpassen. Wenn das nicht geil ist. Verdammte Scheiße, ey. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, was das hier für eine Dramatik hat, das Ganze. Boah. Und da soll mal einer sagen, Fotograf zu sein wäre langweilig. Verdammt. Das ist unglaublich, was man hier für einen Sonnenuntergang erlebt. Boah, ist das heftig. Man weiß gar nicht, wo man die Kamera zuerst drauf richten soll. Die Wolfswarte zählt definitiv zu einem der absolut spannendsten Orte, den ich über die ganzen Jahre kennenlernen durfte. Und ich glaube, ich spreche auch für Yannick, wenn ich sage, dass das so ein Abend war, wo man gar nicht aufhören konnte zu fotografieren. Man war die ganze Zeit so in diesem Modus, dass man fotografiert und dann irgendwann ist die Sonne untergegangen. Und man fotografiert immer noch weiter und es nimmt irgendwie kein Ende. Und auch in der Nachbearbeitung war es so, dass man ein Foto bearbeitet, das nächste Foto bearbeitet und man sich gar nicht entscheiden kann, welches nachher das Bessere ist. Und ich finde, solche Momente sind wirklich heilig und die kommen auch extrem selten vor. Aber genau das war so einer. Ist vorbei, aber wir wissen ja, manchmal passiert da noch was, deswegen
warten wir noch einen Moment. Erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass Wolken auch noch mal ein bisschen lila werden können. Da sind ja gerade so ein paar Wolken. Zumindest haben wir da gestern eine sehr krasse Erfahrung gemacht. Deswegen werden wir mal noch einen kleinen Moment warten. Hier steht die Canon EOS R5 und macht gerade noch ein kleines Timelapse. Bisschen falsch eingestellt, denn sie zeigt noch viel zu sehr in diese Richtung und der Sonnenuntergang ist eigentlich in diese Richtung. Ich hoffe mal, dass das trotzdem gut aussieht am Ende. Ich bin guter Dinge, also wenn ich so durch den Sucher blicke, der Sonnenuntergang ist zumindest schon mit im Bild. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Also ja, hoffen wir, dass es gut aussieht und malen nicht gleich den Teufel an die Wand. Wir sind tatsächlich noch eine ganze Weile oben auf der Wolfswarte geblieben. Wir mussten natürlich auch erstmal von unserem fotografischen Trip wieder runterkommen. Und irgendwann sind wir dann aber doch runter, weil der Wind ziemlich stark wurde, es wurde kalt und dann habe ich auch das Timelapse beendet. So, die Mami fängt dann mal an, mal wieder zu kochen. Hühnerreistopf. Mit dem super genialen Dosenöffner. Die Fleischanlage ist zu groß. Heute habe ich Spüldienst. Spüldienst. Der guckt mir wegen den Kuchen. Da unten gibt es gleich lecker, lecker Essen. Und dann müssen wir das irgendwie umfüllen in den hier. Prösterchen. Stößchen. Und was sagst du, Wolfswarte? Frisch. Mega. Das war heftig, ne? Wolfswarte heute war sehr, sehr gut. Der Aufstieg, die Bilder zwischendurch, die Bilder oben angekommen. Goldene Stunde, Sonnenuntergang, blaue Stunde, Making-of, Filmsequenzen. Wir haben alles. Wir haben alles. Also, muss ich auch sagen, das war schon echt heftig und hat richtig Bock gemacht. Also, das war wieder so richtig eine Mischung aus Fotografieren macht Spaß und es alles schon fast in Stress aus, weil man irgendwie alle möglichen Positionen fotografieren möchte. Und als die goldene Stunde reingebrochen ist, bin ich dann nochmal nach unten gelaufen und wollte halt die Wolfswarte auch von unten mal fotografieren, dass man halt auch ein Bild hat, wie sieht denn die Wolfswarte überhaupt aus und nicht nur den Ausblick an sich. Beides wunderschön und hat sich auch natürlich echt beides gelohnt. Tja, wir haben jetzt einen wunderschönen Sternhimmel, aber leider ist keine Milchstraßensaison. Also trinken wir jetzt noch genüsslich unser Bierchen aus und dann geht's ab in die Kiste, damit wir morgen früh aufstehen können, denn morgen geht's zum Torfhausmoor. Geplant zumindest zum Sonnenaufgang. Schauen wir mal, ob das klappt. Wäre natürlich schön. Stelle ich mir richtig cool vor, diese Holzbohlenwege, die da langlaufen und dann da hinten so Sonnenaufgang, das könnte echt cool werden. Naja, schauen wir mal. Jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. Was ein Sternenhimmel. Alter, geil. Kann ich dich filmen? Geil, geil, geil. Sagst du ganz ehrlich, ich finde gerade das mit den Bäumen da hinten so geil. Thank you.
So, der letzte Morgen der kleinen Harzreise. Sonnenaufgang im Torfhausmoor. Eigentlich wollte ich hier irgendwie den Weg richtig cool mit einbauen. Da muss ich irgendwie noch eine richtige Lösung finden. Aber auf jeden Fall hat man hier echt einen schönen Blick zum Brocken hoch. Und ja, hoffentlich haben wir auch einen richtig geilen Sonnenaufgang. Ich guck mal kurz. Ja, wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Dann sollte sich das da hinten alles richtig schön erhellen. Und genau Punkt 7 Uhr müsste da oben dann links neben dem Brockenplateau sozusagen die Sonne hochkommen. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Das könnte gut werden. Ich muss sagen, an Tag 3 war ich nach den ganzen Abenteuern der Tage zuvor auch wirklich schon ziemlich gerädert. Und ich wartete eigentlich nur darauf, dass die Sonne endlich aufgeht, um meinen Körper aufzuwärmen, weil auch diese Nacht wieder sehr kalt war. An dem Morgen hatte ich wieder so ein absolutes Gefühlschaos in mir. Vielleicht lag es aber auch daran, weil ich halt wirklich so erschöpft war von den 2 Tagen davor. Aber es war wieder so, diesen toten Wald zu sehen und die zwitschernden Vögel darin zu hören, das ist irgendwie so komisch und es passt einfach nicht so zusammen. Als würden irgendwie 2 Welten aufeinander prallen, die einfach nicht zusammengehören. So als würde das Gesehene nicht zu dem passen, was man gerade hört. Ein, 2 schöne Fotos waren doch dabei. Ich hatte erst ein bisschen Angst, hier irgendwie eine passende Stelle zu finden, passendes Motiv zu finden. Aber es ist doch noch was Gutes herumgekommen und gefällt mir richtig gut. Also mein Plan war ja eigentlich viel mehr hier diesen Weg irgendwie zu benutzen als Vordergrund. Aber leider ging halt die Sonne in keine der Richtungen auf, in denen dieser Weg halt verläuft. Naja, bisschen improvisiert und da hinten quasi aus dem Wald heraus das Foto gemacht. Und das sah wirklich gut aus, das hat mir gefallen und ja, mal schauen, wie es in der Nachbearbeitung nachher aussieht. Auf jeden Fall coole Perspektive. So, das war's jetzt. Der Morgen war echt ganz schön frisch, aber trotzdem cool, also schöner Sonnenaufgang. Aber das ging nachher auf den letzten Metern echt richtig schnell, dass die Sonne hochkam und so weiter. Ich hatte ja dann so ein bisschen im Vordergrund mir Perspektiven gesucht und die Sonne kam auf einmal so schnell hoch. Unglaublich. So schnell kann man manchmal gar nicht denken. Deswegen ist es immer ganz gut, auch im Vorfeld umherzulaufen und sich Perspektiven zu suchen, die einem gefallen und ja, die man dann nachher, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, am liebsten fotografieren möchte. Jetzt laufen wir erstmal zurück zum Auto, denn ich habe richtig Lust auf einen schönen, warmen Kaffee. So, jetzt ist Schicht im Schacht, wa? 2 Tage Harzabenteuer sind zu Ende. Jetzt geht's nach Hause. Und worauf ich mich richtig freue, ist, mich mal wieder so richtig einmal aufzuwärmen. Komplett den ganzen Körper einmal mal richtig aufzuwärmen. Und ich würde sagen, im Studio machen wir noch ein paar Schlussworte, oder? Mhm. Können wir noch mal so ein bisschen drüber reden, wie es so gewesen ist, was so passiert ist. Und ja, also fahren wir jetzt erstmal zurück ins Studio und dann sehen wir uns gleich nochmal. Tatsächlich waren wir am Ende für die Schlussworte einfach viel zu platt. Wir haben es auch einfach gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wir haben nur noch so ein bisschen Technik-Talk gemacht, wie wir Nerds das halt immer so machen. Kameratechnik hier, Kameratechnik da und dazu einen richtig schönen heißen Cappuccino. Ja, und da war der Trip dann also an dieser Stelle zu Ende. Und ich muss sagen, dieses Abenteuer hat richtig Power, es hat richtig Spaß gemacht und es folgen wirklich noch einige Campingtouren, die es wirklich in sich haben. Deswegen bleibt dran, schaut euch die nächsten Folgen an und freut euch, wenn der Berg wieder ruft.